Weil jetzt heute in der Liga gegen Eintracht Frankfurt und da geht's ja quasi um nichts mehr. Okay, auf geht's. Frankfurt. Da wollen wir natürlich den weitermachen. Ja, jetzt werden wir sich treffen auf Atletico in der Pokal auf Mainz. Und wir wollen natürlich unsere kleine Serie weiterführen. So. Kreuz mal vorne mit rein. Sicher, sicher. So, da Costa mal da auf die Position. Coutinho. Ja, wenn ich fit ist, fertig mit. Ganz einfach. Ich brauche zu 100% fitte Leute in den Spielen. So, auf geht's. Ins Match. Gut abgefangen da. So, auf geht's. Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler sein, denn er wird die Karriere beenden und steht in der Startelf. Jetzt erleben wir es live bei EA Sports. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. Wichtige Ligapartie für beide, sagt Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Die Nummer 1, Manuel. Ja, Nürnberg und Hamburg abgestiegen. In den letzten Tagen stand er natürlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, denn er hat ja aufgeschrieben. So schade das auch ist, er hat sich entschieden. Ja, da ist der Manager nicht zu beneiden, wenn er adäquaten Ersatz finden will. Wie soll das gehen? Den kannst du nicht ersetzen, Wolf. Ganz wichtiger Mann, nicht nur spielerisch, auch fürs Teamgefüge. Auf den konnte der Trainer immer bauen, konnte sich immer auf ihn verlassen. Der war immer da. Jetzt ist Schluss. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Im Tor ist Manuel Neuer. Nico Elvedi spielt zusammen mit Stefan Savic in der Abwehr. Und vorne haben wir bei Ihnen einen Einmannsturm. Sieht erstmal nicht gefährlich aus, aber abwarten. In der Liga kann ich ein bisschen durchrotieren, kann ich mal ein bisschen was Neues probieren. Wo siehst du heute Ihren taktischen Schwerpunkt, Buschi? Ja, Wolf, also ich glaube, Sie werden wieder diesen unglaublichen Druck aufbauen. Sie werden es wieder mit Vorchecking versuchen. Und wenn man das so gut drauf hat, dann ist das eine vielversprechende Strategie. Ja, dann, auf geht's. Der FC Schalke 04 mit dem Anschluss. Wenn wir heute verlieren, ist es nicht tragisch. Wenn wir gewinnen, ja, auch gut. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Es gibt noch zwei Wettbewerbe zu gewinnen, aber ich will es natürlich klar erstmal gewinnen und den ersten Erstaufgabe macht Marco Richter natürlich, Ecke. Warum nicht? Wie immer. Ecke kommt. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Trapp verhindert jetzt gerade schon den zweiten. Und den dritten hinterher, nach 4 Minuten. Drei riesen Chancen der Schalker. So, Ecke kommt. Den hält er sicher. Und Trapp hält ihn sicher. Haarlos.
5 Minuten gespielt, 4 Riesenchancen, Schalke schon mittlerweile. Die legen ja richtig, richtig durch. Super. Und machen Party. Aber guck. Schöner Pass. Macht er gut. Da ist die Reingang. Ja. Und dann macht die Frankfurt aber 9 Minuten auf 0:1. Das wird interessant hier. Puh. Also du hast echt die 100%ige Chancen davor, kriegst du nicht, machst du nicht rein. Und die Frankfurter machen wir nach dem ersten. Wenn wir erst versucht haben, 0:1. So ist dieses Tor entstanden. Zunächst kommt die Flanke und dann ist es einfach nur noch ganz viel Gefühl. Kann schon erneuern. Und es ist Bakok. Sie sind jetzt also in Führung. 9. Minute 0:1. Seit langem liegen wir mal wieder 0:1 hinten. Unaufhaltsam. Nicht da, geht zu. Heißt es doch Zeit. Genau. Alles gut. Abwehr aufgepasst. Ah, sie verlieren den Ball. Hazard könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Reus! Das sieht nicht gut aus. Er scheint Schmerzen zu haben. Oh, der Sechser, der Frankfurter. Jetzt hier mit dieser Ecke. Das ist bitter. Jetzt muss er wegen der Verletzung hier runter. Hoffen wir mal, dass er sich nicht zu schwer verletzt hat. Nilsson. Das war auch kein Foul von Foligno. Es war einfach nur ein normaler Zweikampf. Alles Gute. Und Ecke, Ecke kommt rein. Jo, und da ist der Angriff vorbei. Das könnte was werden. Mit dem Freistoß, Kutschel, von der Nummer 5, Dona Riga. Gelb. Er sieht die gelbe Karte und das Foul auch noch an einer nicht ungefährlichen Stelle. Und für Freistöße haben sie ja ihre Spezialisten. Das könnte gefährlich werden. Das war kein Problem für sie, er hält den Freistoß sicher. Also Trepp hält momentan die Frankfurter noch in Führung. Wie gesagt, in Führung, man muss das mal einfach sehen. Schalke liegt hinten 0:2. Eden Hazard. Und jetzt Marco Reus. Und dann ist es schon wieder Marco Reus, 24. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. So, erstmal die Hausaufgabe gemacht. Diesmal konnte Trapp auch nichts machen. 5. Saisontor für ihn. 1:1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Sie sind ganz vorne in der Tabelle und genauso spielen sie auch. Ja, und der ist auch nicht zufällig. Sie spielen richtig gut. Der Rückstand war einfach ziemlich, sagen wir mal. Dennis, sagen wir mal, ziemlich überraschend. Tolles Zuspiel. Jetzt Marco Reus. Reus. Da haben sie Glück. Der Ball geht knapp am Tor vorbei. Sie erarbeiten sich immer wieder ihre Chancen, aber was? Sie verwerten die Dinger nicht. Und das ist die Schwäche vor dem Tor. Die müssen sie abstellen. Dann ist die Führung eine Frage der Zeit. Richtig. Verdient wäre sie. Muss man sagen. 6:1 Torschütze, steht 1:1. Zuspiel geht hier ins Aus. Es gibt Einwurf. Savic. Ah. Jetzt Marco Reus. Genau, Reus! Das muss es sein! So! Dann macht der Trepp einfach hochverdient mit dem 30. Spiel der Drill. Interessant. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Ganz normal hin, wir können ohne Probleme da machen. Ja, keiner der Frankfurter noch. Weißt du das merken? Es ist viel zu spät, auf der Abseits. Und dann verringert er sich einfach kurz hin. Und zwei Geld. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus.
Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Der Ballverlust. So. Jetzt Reus mit Zug zum Tor. Reus, der hat ja schon. Und verzieht auch den Treffer. Nur dieses eine Türchen trennt die beiden. Weil sie diese Chance nicht nutzen können, genau. Na, das wäre es gewesen. Das ist einfach heute die Chance. Vielleicht waren sie sich ihrer Sache schon zu sicher. Baku. Marco Richter. Schöner Pass. Das ist Paulinho. Auch diese Führung, sehr gut verdient. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. 3:1 heißt es also jetzt. Ball ist verloren. Nachspielzeit 1 Minute. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Ja, knapp aber abseits. Genau, richtige Entscheidung. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Jetzt die Chance. Schön abgeblockt. Reveli. Jetzt haben wir. Und Pause. Vermeintlich klare Führung zur Pause. Steht 3:1, aber wer weiß. Noch sind 45 Minuten zu gehen. Beruhigender Vorsprung zur Pause. Sie haben ja gerade eben erst noch eins nachgelegt und führen mit 2 Treffern. Scheint so, als hätten Sie das Ding hier im Griff. Jetzt konzentriert weiterspielen, dann geht da nichts mehr schief. So ist es. Macht er gut. Da ist die Hereingabe. Macht er das Tor. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. So, okay. Zweite Halbzeit läuft gleich. Geht rein. Gehen wir gleich rein. So ist es richtig. Auf geht's. Die Eintracht hat Anstoß. Weiter geht's mit der zweiten Hälfte. Also wieder hochverdiente Führung der Schalker. Na klar. Und da. Wenn das man bedenkt, dass die so viele Chancen vergeben haben. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Die Frankfurter machen ihre erste Torchance, machen sie vorher. Diese ersten 5 Minuten, wo sie Schalke 4 riesen Dinger hatten. Platz für den Konter. Mal gucken. Pedro Henrique, Park voll, Park war. Nach wie vor gefährlich. Reus. Jawohl. Besser, Buschi, kannst du einen Konter fast nicht spielen. Wolf, ganz ehrlich, das war fast schon beängstigend, wie schnell sie da vorne waren. Und dann auch noch dieser Abschluss. Perfekt. Da ist das Tor nochmal. Und es ist nicht zu übersehen. Da sind sie viel zu passiv. Müssen irgendwie doch den Ball da aus dem 16er kriegen. Unglaublich. Ja, 4:1. Neuer Spielstand jetzt also 4:1. Wieder mal bedenkt, dass die Frankfurter eigentlich geführt haben, nach dieser Druck an von Fabio der Schalke. Die Gäste werden wechseln. Jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt ist es Paulinho, Paulinho. Jetzt ein, deswegen verlegen sie die Frankfurter. Nichts zu machen für den Torhüter, der Ball geht flach ins Netz. Jetzt verlegen sie die Eintracht. Boah, da gibt es
gezeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll, ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. Schön viele Tore heute, 5:1 jetzt, und wer weiß, ob das schon alles war. Die Nummer 10. Gleich wird hier gewechselt, die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ah. Da kann er ihn stoppen. Pedro Henrique. Oh, Glück gehabt, dass die Frankfurter Dame mit dem Ball noch dahinter das kam. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für den FC. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Kein Tor. Oh, Paulinho macht es nicht. Das ist also der letzte Gegner der Liga. Santimina. Da ist der Ball weg. Hazard. Chance für Hazard. Glück gehabt für die Eintracht. Georgi Zitaishvili. Jordan Turunariga. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Glück gehabt, dass die Frankfurter da durchkommen. Den Zweikampf führt er gut. Jetzt hat er den Ball. Auf dem Papier her sind beide Teams nahezu gleich stark, aber die Anzeigetafel... Und Frankfurt macht's gut, macht's clever gegen Hazard, den Jens ist momentan extrem kalt, er hat schon nicht viel, deswegen wird er jetzt gleich auch gehen. Mal gucken, was groß ist, dass die linke Seite vielleicht noch ein bisschen stärker wird. Von einem knapp spannenden Spiel ausgegangen, so kann man sich täuschen. Und beim Resistenz, na der. Neuer, Entschuldigung, ja. Neuer. Die Nummer 7, Eden Hazard. Und mit der Nummer Ecke kommt rein. Oh, da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Großteil. Und jetzt Freistoß Schalke. Freistoß, ja. Auf deiner Seite wäre es bitter gewesen, aber. Philippe Coutinho. Coutinho jetzt. Dennis Geiger. Schöner Pass. Geiger! Er spielt den Steilpass. Reus! Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 6:1. Marco Reus. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig. Und lange zu spielen ist auch nicht mehr. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Genau, gleich ist das Spiel zu Ende. Auch hier ist er zur Stelle. Gute Defensivarbeit von ihm. Das macht er gut. Coutinho. Immer noch gefährlich. Coutinho macht das Tor. 7:1. Also er wieder, ich fand wieder mal gespielt nach 10 Minuten. Ein brillanter Spieler. Und die Technik, die hat er natürlich auch. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung den Kopf ausgucken. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Das war wirklich, hat er rausgespielt da hinten. Fahr mal kurz weg da vorne, dann sieht die Frankfurt sowas von offen da hinten. Tolisso. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Marin und problemlos.
Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Und dann ist Schlusswende. 7:1 im Stampien. Jetzt Christian, 2:0 zu dem nächsten Sieg. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Das ist auch verdient, weil sie einfach gnadenlos weitergespielt haben. Aber wie gesagt, das war die Chancenbewertung heute so ein bisschen das Problem. Marco Richter. Also man muss es halt einfach knallhart so sagen. Ich dachte, es ist einfach schlecht heute. Gut, dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sind in der nächsten Folge wieder und dann geht's gegen die Hertha aus Berlin zum Saisonfinale.